Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Es wird dunkel in der Straße von Lembeh und während die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, machen wir uns bereit für einen weiteren Nachttauchgang. Diesen absolvieren wir am Tauchspot Er Prang 1 und wir sind natürlich sehr gespannt, ob der genauso voller Highlights ist wie unser erster Nachttauchgang. Wie ihr es gewohnt seid, klinke ich mich ein, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin genießt die nächtliche Atmosphäre am Riff. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bildausschnitt sind mindestens drei Krustentiere zu sehen. Zum einen die Schwimmkrabbe hier im Vordergrund, dann da drüber dieser braune Puschel ist eine haarige Garnele und daneben seht ihr dann noch einen kleinen bläulichen Einsiedlerkrebs. Es ist ja allgemein bekannt, dass Kopffüßer sehr intelligent sind, aber der Kokosnuss-Oktopus treibt das Ganze auf die Spitze. Er benutzt Werkzeuge wie zum Beispiel Muscheln, Kokosnussschalen und andere Dinge, um sich daraus eine tragbare Behausung zu basteln. Ja, dieser Kollege ist gerade ohne Häuschen unterwegs. Das liegt aber daran, dass er nachtaktiv ist und sich gerade auf der Jagd befindet. Aufgrund seines Musters, was jederzeit sichtbar ist, wird er auch Ader- oder Venenoktopus genannt. Thank you.
So, meine Lieben, das war's hier vom Nachttauchgang am Tauchspot Erprang 1. Ja, und auch wenn ich jetzt nicht viel moderiert habe, war es ein absolut entspannter, faszinierender und interessanter Tauchgang. Das ist eher meiner etwas angeschlagenen Stimme geschuldet. Deshalb halte ich mich heute mal etwas kürzer. Und auch wenn wir an diesem Tauchspot ebenfalls nur einen Tauchgang absolviert haben, rundete dieser unseren zweiten Tauchtag perfekt ab. Nach einem wieder mal sehr, sehr leckeren Abendessen ging es dann auch zeitig in die Koje, denn der dritte Tauchtag stand schon in den Startlöchern. Ja, und die Videos dazu seht ihr dann an den kommenden Samstagen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.